Mit der Endentwicklung Glurak bekommen wir eine große Entwicklung von Glutexo und Glumanda. Da sich der Typ verändert, ändert sich dementsprechend viel. Neben dem bestehenden Typ Feuer erhält Glurak als zwei Typen Flug. Dadurch ändert sich Attacken, Aussehen und Typvorteile. Glurak ist ein drachenähnliches Pokémon mit Flugfähigkeit und orange-roter Farbe. Das Pokémon hat einen kräftig gebauten Körper und beeindruckende Flügel. Sein länglicher Kopf wird von einem langen Hals getragen. Es hat einen kraftvollen Käfer mit scharfen Zähnen und zwei stumpfen Hörnern, die nach hinten ragen. Die eher kleinen Augen bestehen aus weißer Lederhaut, dunkelgrünen Iriden und schwarzen Pupillen. Auffällig sind seine großen, mit Flughäuten bespannten Flügel und die Arme sind kurz und schmal, jedoch kräftig. Glurak nutzt mit seinen Klauen Attacken wie Schlitzer, Drachenklaue und Dunkelklaue. Außerdem kann es Feuerzahn, Flügelschlag und Stahlflügel. Speziell nutzt es Flammenwurf, Hitzewelle und Inferno. Seine Fähigkeiten sind weiterhin Großbrand und Solarkraft und in seiner Mega-Entwicklung X und Y kann es dann als Fähigkeit Krallenwucht. Und nun zu der größten Veränderung. Durch die Typveränderung, dass er nun noch als zwei Typen Flug hat, ändert sich damit auch die Typ Stärke und Schwäche. Als Glurak und Mega Glurak Y ist es zum einen immun gegen Boden, sehr stark gegen Pflanzen und Käfer und stark gegen Feuer, Kampf, Stahl und Fee, jedoch schwach gegen Wasser und Elektro und sehr schwach gegen Gestein. Gibt es jedoch die Mega-Entwicklung Mega Glurak X, ändert sich da wieder was, da er dann nicht mehr immun gegen Boden ist, aber sehr stark gegen Pflanze und Feuer und stark gegen Elektrokäfer und Stahl, jedoch auch wieder schwach gegen Boden, Gestein und Drache, aber dafür gegen nichts sehr schwach. Ja, damit ist Glurak das Pokémon mit den bisher meisten Eigenschaften und zwei unterschiedlichen Mega-Entwicklungen. Wie es bei Shigi und seinen Entwicklungen aussieht, folgt dann in Kürze.